herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Frau André, ich habe Ihnen genau zugehört. Verkrustete Strukturen und Ähnliches. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, auch wenn wir jetzt gerade zusammen in der Opposition sind, ich komme da nicht drüber weg, ich muss das sagen, dass Sie ein wenig selbstkritischer mit dem umgegangen wären, was Sie in der Zeit der Koalition mit der SPD gemacht haben. Weil Sie sind mitverantwortlich, ich sage Ihnen das mal, ich habe das gerade noch mal geguckt. Also, wir haben hier die Frau Strothmann, die gesprochen hat. Sie ist, wenn ich es richtig gelesen habe, Schneidermeisterin, und zwar Maßschneidermeisterin. Maßschneider. Jetzt habe ich die Liste noch mal angeguckt. Sie waren doch dabei, als zum Beispiel Maßschneider in die Liste B aufgenommen wurde, dass eine Meisterprüfung nicht mehr Voraussetzung ist für diesen Beruf. Finden Sie das eigentlich richtig? Sind Sie tatsächlich der Auffassung, dass das, was Sie damals mit der SPD zusammengeschustert haben, tatsächlich dem dient, zusammengeschneidert haben, genau, zusammengeschneidert, nicht zusammengeschustert. Finden Sie das wirklich gut? Also ich teile ja teilweise Ihre Kritik, die haben wir ja auch an dem Antrag, dass man das anders, dass da was zu den Handwerkskammern fehlt, dass man dort genauer sein muss, alles d'accord, einverstanden. Aber ein klein wenig Selbstkritik zu dem Unfug, den Sie damals gemacht hatten, das wäre angebracht gewesen, wenn Sie sich hier in der Weise verhalten. Das muss ich Ihnen sagen, hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ein wenig Selbstkritik für das, was man selber anstellt, ist wichtig, dass man hinterher glaubwürdiger wird bei dem, was man selber will. Zur Erwiderung, Frau André. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, ich habe es ja deutlich